Danke für diesen guten Morgen. Danke für diesen neuen Tag. Danke. Ich all meine Sorgen auf dich werfen mag. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr, der uns in seinen Heiligen ein Vorbild gibt, er sei mit euch und mit deinem Geiste. Geschätzte Gläubige, ich begrüße euch zu unserer heiligen Messe. Wir haben gesungen, danke für diesen guten Morgen. Und wir freuen uns besonders, dass wir heute die erste Schülermesse feiern und dass so viele Schüler mit uns feiern, gemeinsam mit den Senioren auch. Viele auch, die in der Erstkommunionklasse heuer sich vorbereiten dürfen. Ich habe das rote Gewand an, denn wir feiern heute einen Märtyrer von Korea. Andreas Kim Dae-gon, Paul Chong-hasan und alle ihre Gefährten. Um 1600 kam das Christentum nach Korea, aber die Priester wurden ermordet und das Volk hat von sich aus über 150 Jahre die Botschaft von Jesu weitergegeben in den Familien. Dann kamen die ersten Priester wieder und darunter war dieser erste koreanische Priester Andreas Kim Dae-gon. Aber kurz nach Beginn seiner Tätigkeit wurde auch er grausam ermordet. Dennoch ist das Christentum dann aufgeblüht. Heute ist Korea, und zwar Südkorea, eines der glaubensstärksten Länder. Wir haben Priesterseminare mit 500 Seminaristen, eine moderne Gesellschaft, die den Glauben an Christus integriert hat. Bitten wir auch für unser Land, dass wir das moderne Leben mit dem Religiösen gut zusammenbringen. Herr Jesus, du bist von Gott gekommen, die Menschen zu Gott zu führen. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Du bist gekommen, zu heilen, was in unseren Seelen verwundet ist. Christus, erbarme dich. Du bist gekommen, damit wir das Leben haben und es in Fülle haben. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott, er erbarme sich unser, er lasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Gott, du Schöpfer der Welt und Heil aller Völker, du hast in Korea Menschen zum katholischen Glauben berufen, sie zu deinem Volk gemacht und sie gestärkt durch das Bekenntnis der Märtyrer Andreas, Paulus und ihrer Gefährten. Auf ihre Fürsprache hilf auch uns, dass wir nach ihrem Beispiel deinen Geboten treu bleiben, bis zum Tod. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an Timotheus. Mein Sohn, wer sich nicht an die gesunden Worte Jesu Christi unseres Herrn und an die Lehre unseres Glaubens hält, der ist verblendet. Er versteht nichts, sondern ist krank vor lauter Auseinandersetzungen und Wortgefechten. Diese führen zu Neid, Streit, Verleumdung, üblen Verdächtigungen und Gezänk unter den Menschen, deren Denken verdorben ist. Diese Leute sind von der Wahrheit abgekommen und meinen, die Frömmigkeit sei ein Mittel, um irdischen Gewinn zu erzielen. Die Frömmigkeit bringt in der Tat reichen Gewinn, wenn man nur genügsam ist.
denn wir haben nichts in die Welt mitgebracht und wir können auch nichts aus ihr mitnehmen. Wenn wir Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Wer aber reich werden will, gerät in Versuchungen und Schlingen, er verfällt vielen sinnlosen und schädlichen Begierden, die den Menschen ins Verderben und in den Untergang stürzen. Denn die Wurzel aller Übel ist die Habsucht. Nicht wenige, die ihr verfielen, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich viele Qualen bereitet. Du aber, ein Mann Gottes, flieh vor all dem. Strebe unermüdlich nach Gerechtigkeit, Frömmigkeit, Glauben, Liebe, Standhaftigkeit und Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und für das du vor vielen Zeugen das gute Bekenntnis abgelegt hast. Wort des lebendigen Gottes. Dein sei Gott. Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja. Sei gepriesen, Vater, Herr des Himmels und der Erde. Du hast die Geheimnisse des Reiches Gottes den Kleinen offenbart. Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit wanderte Jesus von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf und verkündete die frohe Botschaft vom Reich Gottes. Die 12 Apostel begleiteten ihn, außerdem einige Frauen, die er von bösen Geistern und von Krankheiten geheilt hatte. Maria Magdalene, aus der 7 Dämonen ausgefahren waren, Johanna, die Frau des Chusas, eines Beamten des Herodes, Susanna und viele andere. Sie alle unterstützten Jesus und die Jünger mit dem, was sie besaßen. Evangelium, Frohbotschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Gläubige, liebe Kinder, wenn ihr heute schon Ministranten sein übt, zu einem guten Ministranten gehören 3 Dinge. Dass er alles richtig herbringen kann zum Altar, dass er die Antworten gut geben kann in der Messe und das Wichtigste ist, dass er weiß, welche Jesusgeschichte immer vorgelesen wurde, dass wir was dazulernen. Heute ist es einfach. Heute haben wir einfach ein paar Namen gehört, Frauen, die mit Jesus mitgezogen sind und dazu die 12 Apostel. Da werden wir die Namen später einmal hören. Auch wir in der Schule sind noch gerade dabei, alle Namen kennenzulernen von den Kindern. Den Niklas habe ich mir jetzt schon gemerkt, ein guter Ministrant. Und Moritz. Und da haben wir gelernt, Gott hat jeden von uns bei der Taufe schon beim Namen gerufen. Auch die Großen. Und das soll uns Freude machen. Ich bin von Jesus Christus bei der Taufe bei meinem Namen gerufen worden und jetzt sind wir mit dabei. Ob wir es so machen, dass wir ganz dafür da sind oder ob wir unterstützen mit dem, was wir haben, Hauptsache wir helfen mit. Das wollen wir uns heute mitnehmen. Ich will mithelfen, dass die Botschaft von Jesus zu allen Menschen in alle Häuser kommt. Amen.
Wir wenden uns vertrauensvoll an unseren Herrn Jesus Christus, für den die koreanischen Märtyrer ihr Leben gegeben haben. Für die Christen, die beiden Teilen Koreas, dass sie den Glauben treu bleiben. Herr, stehe ihnen bei. Herr, stehe ihnen bei. Für die Menschen in Nordkorea, die in Unfreiheit und großer Not leben müssen, dass sie die Hoffnung auf Freiheit nicht verlieren. Herr, stehe ihnen bei. Für die Politiker in beiden Teile des Landes, dass sie zu Verhandlungen miteinander bereit sind und zur Wiedervereinigung des Landes gelangen. Herr, stehe ihnen bei. Für die Christen in unseren Gemeinden, dass sie um ihren Auftrag zur Verkündigung des Glaubens wissen und ihn lieben. Herr, stehe ihnen bei. Für Priester und Laien in der Kirche, dass sich niemand über die anderen erhebt. Herr, stehe ihnen bei. Herr, wir danken dir für deinen Dienst an uns. Du willst uns nahe sein, heute, alle Tage, bis in Ewigkeit. Amen. Wir singen die zweite Strophe des Liedes. Danke für alle guten Freunde, danke, o Herr, für jedermann. Danke, wenn auch dem größten Feinde ich verzeihen kann. Danke für meine Arbeitsstelle, danke für jedes kleine Glück. Danke für alles Frohe, Helle und für die Musik. Herr, wir kommen zu dir mit reumütigem Herzen und demütigem Sinn. Nimm uns an und gib, dass unser Opfer dir gefalle. Herr, wasch ab meine Schuld. Von meinen Sünden mach mich rein. Lasset uns beten. Gott, unser Vater, am Gedenktag deiner heiligen Märtyrer rufen wir zu dir. Sie haben für Christus das Leben hingegeben. Gib auch uns die Kraft, dir im Glauben treu zu bleiben. So bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken und in den Heiligen deine Größe zu rühmen. Im Martyrium des heiligen Andreas Kim de Gon und seiner Gefährten offenbarst du das Wunder deiner Gnade. Denn in der menschlichen Schwachheit bringst du deine göttliche Kraft zur Vollendung. Er ist Christus nachgefolgt auf dem Weg des Leidens und hat sein Blut vergossen als Zeuge des Glaubens. Darum preisen wir dich in deiner Kirche und vereinen uns mit den Engeln und Heiligen zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Heilig, heilig, heilig. Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus.
Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Wir machen ein großes Kreuzzeichen. Jesus stirbt am Kreuz für uns. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Wir machen ein großes Kreuzzeichen. Jesus vergießt sein Blut für uns am Kreuz. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns in der Taufe berufen hast, vor dir zu leben und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut, lass uns ihm ähnlich werden und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Ludwig und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen, und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke auch unserer Brüder und Schwestern, die gestorben sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Wir beten heute mit Familie Kern und Waltraud, mit Barbara Raab für verstorbene Schwester, Schwager und Firmpaten Josef. Nimm alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarm dich über uns alle, deine Kinder, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen Menschen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen, durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. So können wir miteinander beten. Die Kinder dürfen sich auch die Hände reichen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, unser Gott, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Der Herr hat zu seinen Jüngern gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. So bitten wir ihn, Herr Jesus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche. Schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Geben dem Nachbar links und rechts ein Zeichen des Friedens. Der Friede sei mit euch. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Selig, die beim Namen gerufen sind. Wir wollen noch spüren, wie Jesus jetzt in uns ist, wie er bei uns ist. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, du hast im Leben deiner heiligen Märtyrer das Geheimnis des Kreuzes aufleuchten lassen. Stärke uns durch das Opfer Jesu Christi, das wir gefeiert haben,
damit wir in seiner Nachfolge ausharren und in deiner Kirche zum Heil der Menschen die Liebe wirken. So bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Danke euch jetzt für Kommen und Mitfeiern dieser heiligen Messe. Nehmen wir uns mit, Kinder. Jesus ruft uns alle beim Namen. Und schön, wenn wir mit ihm das Gute tun und das Reich aufbauen. Der Herr sei mit euch. Segne euch und alle, die zu euch gehören, der dreieine Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht in seinem Frieden. Dank sei Gott.